Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am Dienstagabend, den 16. Oktober 2018. Wie gesagt, die Sonne ist untergegangen, eigentlich Mittwochnacht, der Tag fängt ja mit der Nacht an. Also Mittwochnacht nach biblischer Zeitrechnung um 7:45 habe ich mich heute hier eingefunden, um die nächste, fünfte Lesung zu machen aus dem zweiten Band von dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger aus den 1860er Jahren über die Jesuiten von der Gründung ihres Ordens bis heute, also Mitte des 19. Jahrhunderts dann. Und wir waren da bereits eingegangen in das dritte Kapitel des vierten Buches im zweiten Band, wie wir hier in der Inhaltsangabe sehen. Jesuitischer Handel durch Wucher nebst betrügerischem Bankrott, nachdem wir zuerst über den Beichtstuhl als der Schlüssel zur Geldruhe und den Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich gesprochen hatten, fahren wir heute fort in Kapitel 3, die nächste Lesung über jesuitischer Handel und Wucher nebst betrügerischem Bankrott. Wir hatten ja letztes Mal aufgehört mit dieser Geschichte, wo der Kapitän gemerkt hatte, wie er betrogen wurde und den Jesuiten schlussendlich zwar ihr geschmuggeltes Geld zurückgegeben hat, nach Abzug der Fracht, die er ihnen nicht schenken kann. Und in diesem Fall bekamen zwar die Sohn Loyolas ihr Geld wieder, weil der Kapitän zu ehrlich zum Betruge war. Allein würden wohl die frommen Patres, wenn sie an seiner Stelle gewesen wären, ebenso gehandelt haben, fragt der Autor. Und ich glaube, dass jeder, der die Jesuiten in der Zwischenzeit kennt, ganz deutlich die Antwort weiß. Nicht raten muss, sondern weiß. Dann fahren wir jetzt halt hier auf Seite 96 in dem Buch ist das fort. Da fahren wir jetzt fort. Und wir lesen: Doch man wird nun auch wissen wollen, wie hoch sich der Handel der Söhne Loyolas belief und welche Summen er ihnen eintrug. Allein dieses war Geheimnis der Oberen und unter die Laienwelt drang nie eine sichere Kunde davon. Daran übrigens darf nicht im geringsten gezweifelt werden, dass der Profit ein ungeheurer war, denn nur allein ihr Königreich Paraguay trug ihnen, wie aus dem offiziellen Bericht des portugiesischen Generalgouverneurs der Stadt Potosi, Don Matia de Anglose Cortari vom Jahre 1731 hervorgeht, jährlich mehrere Millionen ein. Millionen zur Zeit des 18. Jahrhunderts, wie wir hier lesen. Ja, die Jesuiten hatten ja das 16. Jahrhundert über bis ins 18. das 17. Jahrhundert über bis ins 18. Jahrhundert rein die Reduktion von Paraguay. Und damals waren es mehrere Millionen, wenn man das auf heute aufrechnet. Das möchte ich lieber gar nicht erst machen. Das kann ich eurer eigenen Fantasie überlassen. Das wird eine ganze Menge an Geld gewesen sein. Er fand das Land, das er auf Befehl seiner Regierung nach allen Seiten hin aufs Genaueste untersuchte, in 36 Kirchspiele oder Reduktionen eingeteilt. Ja? Also ein Kirchspiel ist ein anderes Wort für diese Reduktionen, wie man dann später im Russischen, in der Sowjetunion das Kolchosen zum Beispiel nannte. Und jeder derselben Begriff über 10.000 Familien in sich. In jeder aber herrschte solch ein Überfluss an Vorräten und Erträgnissen, dass eine einzige Reduktion imstande gewesen wäre, sechs andere aufs ganze Jahr zu versorgen. Selbst die kleinste und unfruchtbarste der Reduktionen besaß ihre 40.000 bis 50.000 Stück Ochsen und Kühe und die größeren und reicheren hatten deren bis auf die doppelte Anzahl. Infolgedessen konnten jährlich von den Jesuiten gegen 300.000 Stierhäute ausgeführt werden, von denen das Stück in Spanien mit 6 und mehr Piastern bezahlt wurde. Und der Lederhandel trug wohl mindestens ebenso viel ein. Die Felder erwiesen sich alle als sehr fruchtbar. Ja, wir hatten ja bereits im ersten Band gelesen, wie wunderbar dieses Paraguay ausgestattet war, wie fruchtbar das Land auch war, vor allen Dingen selbst an den Stellen, die weniger zugänglich waren und weniger erkundet waren von der Allgemeinheit, wo die Jesuiten sich ja mit ihren Reduktionen hin zurückgezogen haben, dass es ein sehr fruchtbares Land war. Und man pflanzte darauf Getreide aller Art, sowie auch in Sonderheit viel Tabak, Zucker und Baumwolle, welch letztere die Indianerinnen spinnen und weben mussten. Alle diese Artikel aber führte man ebenfalls nach Europa aus und nur allein die Baumwollenzeuge
Baumwollenerzeuge, würden wir heute wohl sagen, ergaben einen jährlichen Gewinn von etwa 100.000 schweren Piastern. Allenthalben sah man auch wohl eingerichtete Werkstätten, und die Indianer verfertigten darin die schönsten Gold- und Silberwaren. Also jetzt bin ich doch mal eben interessiert, ein Piaster. Können wir vielleicht mal kurz im Internet nachschauen, was ein Piaster wert ist? Piaster wert heute. Gucken wir mal, was die Suchmaschine dazu sagt. Naja, dann gehen wir mal kurz auf. Na, türkische Goldmünze müssen wir ja nicht sein, ne? Der alten spanischen Kursmünze, es handelte sich um eine Bezeichnung des Peso, der 8-Reales-Münche und so weiter. Und. Ich sehe jetzt hier nicht direkt, wo man das sieht. So, der im Rahmen des Goldstandards festgelegte Wechselkurs gegenüber der Mark betrug 1912 für den türkischen Piaster 5,7 pro Mark, für den ägyptischen 4,8. Ein Lira 100 Goldpiaster entsprach 18 Mark 45. Piastre ist die französische Bezeichnung der Münze. Unter diesem Namen gab Frankreich in ab 1880 Handelsmünzen, angelehnt an den US-amerikanischen Handelsdollar, aus. Also, wir sehen, dass der Piaster hier damals mehrere Mark wert ist, und wir sprechen dann hier über 17. 18. Jahrhundert. Also, das wird wohl eine ganze Menge Kohle sein. Näher geht jetzt hier Wikipedia nicht drauf, auch dringt nicht drauf ein. Piaster, alte Münze. Was schreiben Sie hier? Da war eine ehemalige Münze des Kalifats. Er bestand aus Gold, enthielt aber verglichen mit den Silbermünzen viel zu wenig davon, nach dem Tod des Kalifen und so weiter. Untereinheiten waren der Denar und der Schekel. Den kennen wir ja auch noch aus der Bibel, nicht? Den Schekel, aber das ist dann wohl ein anderer als der hier. Ja, okay, also dann lassen wir das jetzt mal eben. Ich dachte, es wäre vielleicht mal interessant, um mal eine Summe draufkleben zu können, wie viel der Piaster so wert ist, aber das ist nicht so direkt ersichtlich. Das könnt ihr ja mal nachforschen und dann vielleicht in die Beschreibungsbox des Videos mit reingeben, dass man eine Idee hat, wie viel diese 100.000 schweren Piaster im Grunde waren. Allenthalben sahen sie auch wohl eingerichtete Werkstätten, und die Indianer verfertigten darin die schönsten Gold- und Silberwaren. Außerdem gab es auch Schlossereien und Schmiedereien. Die Menge und selbst an Gießereien, in welchen Kanonen, Mörser und dergleichen gegossen wurden, fehlte es nicht. Doch waren die letzteren Fabrikate nicht sowohl für den Handel als für den inneren Verbrauch bestimmt. Und dasselbe galt auch von den Gewehrfabriken. Ein äußerst großartiger Verkehr fand dagegen in dem sogenannten Paraguay-Kraut statt. Und da man dafür fast in der ganzen Welt Absatz hatte, so brachte es einen Nutzen, der ganz gewiss so viel wert war als die Gold- und Silbergruben in anderen amerikanischen Ländern. So, dann gehen wir noch mal kurz in die Fußnote, die der Autor uns hier noch mitgibt. Das heißt, ihr müsst verstehen, ich mache das hier auf 200%, deswegen muss ich mal ein kleines bisschen hin und her schieben, aber es ist leichter für mich zu lesen. Also in der Fußnote sagt der Autor uns hier, dieses Kraut, na, wir sprechen von dem Paraguay-Kraut, dieses Kraut ist nach der Beschreibung des Jesuitenpaters Franz Xaver de Charlevoix das Blatt eines Baumes von der Größe eines mittleren Apfelbaumes und hat die Gestalt eines Pomeranzenblattes. In den Handel bringt man es getrocknet, beinahe in Staub verwandelt, und nur allein Peru brauchte davon früher gegen 100.000 Aroben, die Arobe zu 25 Pfund gerechnet. Seine Wirkung ist, in siedendem Wasser aufgelöst und dann kalt getrunken, abführend und harntreibend. Eine starke Portion aber auf einmal genossen wirkt als Brechmittel sowie nachher als schlafbefördernd. Eben wegen dieser seinen vorzüglichen Eigenschaften durfte es früher in keiner Apotheke, besonders Amerikas, fehlen. Später aber, als Paraguay gegen außen vollständig abgesperrt wurde, kam es außer Gebrauch, und da sich inzwischen die Herren Doktoren anderer drastischen Mittel zu bedienen lernten, so erreichte sein Verbrauch auch nach der Aufhebung der Absperrung nie mehr die frühere Höhe. Wegen seines herben Geschmacks führt es auch den Namen Yerba Mate und der der Kunstausdruck für den Baum oder Strauch, an dem es wächst, ist Ilex Mate. Ja, so sieht man mal wieder, damals gab es für
Schlafbeförderung, Brechmittel, abführende Mittel und so weiter. Diese Naturprodukte, die man sich Gebrauch gemacht, von denen man Gebrauch gemacht hat. Und wie der Autor dann hier sagt, das finde ich eigentlich ganz, ganz wunderbar, bis sich auf unsere heutige Zeit bezogen, die inzwischen die Herren Doktoren anderer drastischen Mittel zu bedienen lernten. Ja, sicher heute mit der Pharmazie, wo alles nur noch Chemie ist. Und wir von diesen Naturheilkundemitteln im Grunde fast nichts mehr überhaben in unserer Welt heutzutage. Der Autor fährt fort und sagt, kurz, die Jesuiten zogen aus ihrem Handel in Paraguay wirtschaftlich unermessliche Summen und diese wurden von den Vorstehern der Millionen pflichtlich in Verwahrung genommen. Alle 6 Jahre kamen aber die Generalprokuratoren in die Provinz und verschickten das Geld entweder in Wechseln oder in Barem nach Rom. Zu bemerken ist noch, dass in jedem Kirchspiele, also in jeder Reduktion, bedeutende Magazine existierten, in denen die Waren und Landeserzeugnisse auf so lange aufgespeichert wurden, bis man sie in die großen Handelsplätze Santa Fe, Buenos Aires und Tucumán entweder zum Verkaufe oder zur Verschiffung brachte. Und man sieht also hieraus, dass sich die Jesuiten gar vortrefflich auf die Ausbeutung dieses ihres Königreichs Paraguay verstanden. Nicht nur dieses ihres Königreiches Paraguay. Die Jesuiten sind die Händler der Erde. Und ich möchte da noch mal ganz kurz drauf eingehen, wenn wir uns die Bibel anschauen. In der Schlachterbibel lesen wir nämlich in Offenbarung, Kapitel 18, muss ich mal eben aufmachen hier, Kapitel 18, das Gericht über Babylon, wie das Kapitel heißt. Ja, soll das auch mal aufmachen hier. Da lesen wir zum Beispiel in den Versen 11 bis 15. Und die Kaufleute der Erde, ja, und wir lesen hier ja, von welchen Kaufleuten wir sprechen, die Kaufleute der Erde sind die Jesuiten und ihre ihnen angeschlossenen Organisationen. Das sind die Malteserritter, die unglaublich viele Betriebe weltweit besitzen und alle anderen päpstlichen Ritterorden ebenso. Wie zum Beispiel, kleine Idee, Rupert Murdoch, der Eigner von Fox, ja, dieses riesen News-Konglomerat, der ist ein Ritter von Papst Gregorius, ja, Papst Gregor. Also auch ein römisch-katholischer Ritter. Ja. Und er und die anderen Ritter sind eben die Kaufleute der Erde. Und die weinten, sagt die Bibel, und trauern über sie, die Hure, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Das liegt ja nun leider noch in der Zukunft. Im Augenblick kaufen sie die Ware noch. Aber jetzt kommt's. Was für Ware verkaufen sie? Die Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern. In der Bibel heißt es auch so schön in der Englischen, and there will be gnashing of teeth. Ja, also das Zähneknirschen wird man auch noch hören. Wir müssen uns immer vor Augen führen, wenn wir so ein Buch lesen wie das von dem Griesinger, in dem diese Dinge hier angesprochen werden. Und wenn wir über den weltweiten Handel lesen, dass natürlich der weltweite Handel total unter der Kontrolle von papsttreuen Personen und papsttreuen Personen und papsttreuen Organisationen ist. Wie zum Beispiel, um das jetzt nur mal eben anzuführen, die Freimaurer, die sich gar nicht von bewusst sind, aber die eben auch an oberster Stelle von den Jesuiten geleitet werden. Und deswegen ist es furchtbar wichtig, dass wir hier nicht nur, wenn wir das hier jetzt lesen, dass wir nur sagen von, ah okay, das geht hier also über den Handel der Jesuiten. Es geht über den ganzen weltweiten Handel. Die Jesuiten haben es geschafft, sich im weltweiten Handel an oberster Position zu stationieren oder zu positionieren. Und das nicht nur damals, sondern das auch immer noch heute, fortwährend. Ja.
Weil sie sind ja immer, das haben wir ja gelernt, in die Länder, wo sie reingingen. Als sie nach Indien kamen, nach China, nach Japan, nach Afrika, nach Südamerika, auch in Europa, als sie Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutschland, überall, wo sie reingingen, da haben sie ja immer angefangen, sich mit denen anzufreunden und da ihre Beziehungen zu legen, die oben an der Macht stehen. Ja? Die Könige und die Adligen des Landes. Natürlich in ihrer Funktion hauptsächlich als Beichtväter und so weiter. Und daher haben sie die ganzen Länder immer von oben herab übernommen und auch gesteuert, die ganze Zeit. Und natürlich kann man eben auf so eine Art und Weise auch den Handel übernehmen. Und genau das haben sie getan. Zum Beispiel, wenn ihr mal nachforschen wollt über die East India Trading Company, da habe ich ja auch drüber gesprochen in Herrscher des Bösen und Bruder Stefan hat das Buch Herrscher des Bösen jetzt ja, also Rulers of Evil, ganz komplett ins Deutsche übersetzt. Da kann man das auch nachlesen, wie die Jesuiten den Handel beherrschen. Und wenn man alleine schon das erste Kapitel von Herrscher des Bösen liest, das allererste Kapitel, wo es darum geht, wie zum Beispiel im amerikanischen politischen Leben, diese ganzen säkularen Büros wie zum Beispiel Handel und Transport und Zoll und Fischereiwesen und Forstwesen und ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, das dauert sonst viel zu lange, wie die alle beherrscht sind von den Katholiken, dann sehen wir eben genau da, und das ist im 20. Jahrhundert, was Tapper so aus erzählt, eine Bestätigung davon, was uns der Autor hier aus dem 19. Jahrhundert bereits erzählt, dass die Kaufleute der Erde, die alles verhandeln, was nur mal Geld einbringt, unter anderem auch, wie in der Offenbarung steht, 18, Offenbarung 18 steht, auch die Seelen der Menschen damit handeln, das wissen wir ja heute auch, da ist da immer die Jesuiten dahinter stehen. Deswegen finde ich das einen sehr interessanten Punkt, den wir hier in diesem Buch gerade eben besprechen. Und ich wollte auch ein bisschen nochmal den Nachdruck bringen, auf hier und da eben auch mal die Bibel zu erwähnen. Und die Bibel sagt uns Offenbarung 18 ganz deutlich, dass das, was der Griesinger hier im Grunde ins Licht stellt, biblisch bestätigt ist. Aber wir fahren fort und lesen, was der Autor uns weiter in diesem Kapitel zu sagen hat. Eben ein anderes Bild nehmen. Na, so. Also berichtet Don Mattia de Anglose Cortari über die Jesuiten in Paraguay und er berechnet den Ertrag ihrer Handelsschaft daselbst auf jährlich über 10 Millionen Speziestaler, indem er zugleich hinzusetzt, dass hierbei das, was der Unterhalt der Indianer kostete, ich meine ihre Speisung, Tränkung und Kleidung, Tränkung, das klingt ja fast wie Vieh, ne? Längst in Abzug gebracht worden sei. Also reiner Gewinn. Nicht minder großartig gestaltete sich nach und nach der Umtrieb, den die Jesuiten in Mexiko hatten, und es stattete hierüber der ebenso ehrenwerte und wahrheitsliebende als unglücklich und von den Söhnen Loyolas hart verfolgte Don Johann von Palasor, Erzbischof von Mexiko und Vizekönig der spanischen Amerika, an Papst Innozenz X. einen weitläufigen Bericht ab. In diesem Schreiben nun heißt es unter anderem folgendermaßen, Zitat: Ich fand beinahe den ganzen Reichtum vom mittäglichen Amerika in den Händen der Jesuiten. Und ihr Besitztum an Herden von Rindvieh und Schafen ist ein wirklich ungeheurer. So kenne ich zwei ihrer Kollegien, deren jedes 300.000 Hämmel zählt. Also das dürfte, sag schon, männliches Schaf, Hammel, ja? Deren jedes 300.000 Hämmel zählt und ein anderes Gebiet über Viehweiden mit mehr als 60.000 Stieren. Während die weltliche Geistlichkeit zusammen mit den anderen religiösen Orden kaum drei Zuckersiedereien und dazu hin sehr kleine eignet, so besitzen die Jesuiten nur allein in der Provinz Mexiko, in der sie nicht weniger als 10 Kollegien haben, die 6 größten, die es überhaupt in Zentralamerika gibt, und jede derselben präsentiert oder repräsentiert einen Wert von einer halben bis zu einer ganzen Million Taler. Ja, einige derselben bringen sogar einen Reingewinn von jährlich mehr als 100.000 Talern und die geringste wirft doch wenigstens 25.000 bis 30.000 ab. Außerdem besitzen sie noch Strecken Landes, die sich oft auf mehrere Meilen ausdehnen und diese Ländereien,
welche sie verpachtet haben, tragen ihnen, weil sie unter die fruchtbarsten gehören, ein äußerst großes Quantum von Mais, Tabak und anderen Erzeugnissen. Auch sehr reiche Silberbergwerke gehören ihren Kollegien, und es gelang ihnen mit einem Worte, ihre Macht und ihre Reichtümer auf einen so hohen Grad zu bringen, dass die weltliche Geistlichkeit bald genötigt sein wird, von den Jesuiten ihr Brot zu betteln. Ende Zitat. So viel dazu, dass die Jesuiten Armut schwören und ein Bettelorden sind. Ja, die anderen müssen bei ihnen betteln kommen, deswegen sind sie ein Bettelorden, aber nicht in dem klassischen Sinne, wie wir das sonst verstehen würden. So schrieb Palasur, und seine Nachrichten wurden von anderer Seite her nur allzu vielfach bestätigt. Namentlich stellte es sich auch heraus, dass die Loyoliten fast den ganzen Handel an sich gerissen hatten und sich sogar elenden Schachers nicht schämten. Unter anderem war ihnen ein riesiges Frachtgeschäft von Cartagena nach Quito eingerichtet worden, und um sich die hierzu notwendigen Arme wohlfeil zu verschaffen, schickten die ehrwürdigen Väter alljährlich einige Schiffe nach Angola an die Küste von Afrika, wo man um weniges Geld schwarze Sklaven in Menge haben konnte. Ein ganz wichtiger Satz. Und wie gesagt, ich habe das Buch ja bis jetzt noch gar nicht gelesen. Ja, also ihr wisst, dass ich das auch nicht kenne, was jetzt noch kommt. Nur was hier steht, ist ein Fakt, den man unbedingt, wenn man das gerne möchte natürlich, mal selber nachforschen sollte. Es waren die Jesuiten von Anfang an, die hinter dem Sklavenhandel standen. Hauptsächlich natürlich den Sklavenhandel, den wir kennen, von den Schwarzen aus Afrika in die neue Welt, nach Amerika. Aber überhaupt Sklavenhandel, wo auch immer in der Welt, da stehen immer die Jesuiten dahinter. Und die ganzen Sklavenschiffe, von denen, die im 16., 17. und 18. bis ins 19. Jahrhundert hinein vom Kontinent Afrika in den neuen Kontinent, in die neue Welt gingen und die afrikanischen Sklaven da verkauft haben. Dieser Sklavenhandel war von Anfang an in den Händen der Jesuiten. Und unter anderem darum auch lesen wir ja in Offenbarung 18 davon, von dem Handel von Menschenseelen. Ne? Wollen wir mal eben gucken, stand da Handel von Menschen oder Menschenseelen? Nein, es steht hier, und Seelen der Menschen. So, jetzt wollte ich das hier mal blau machen. Hier, und Seelen der Menschen. Ne? Handel von Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Also Leiber und Seelen der Menschen. Sie handeln mit den Leibern der Menschen und sie handeln mit den Seelen der Menschen. Das sagt uns die Bibel selber. Ja? Also da müssen wir gar nicht irgendwie auf den Autor hier jetzt vertrauen oder nicht vertrauen. Wir sehen, dass die Bibel es uns selber sagt. Ja? Sklavenhandel ist in den Händen der Jesuiten, wo man um weniges Geld, also mit anderen Worten, man musste nicht viel investieren, um die schwarzen Sklaven in Menge haben zu können. Ja, sogar dieses wenige Geld wussten sie noch zu erübrigen, indem sie einen Teil der Menschenladung an amerikanische Pflanzer verkauften. Denn durch diese Verkäufe wurden die Kosten der Sklavenfangschiffe vollständig gedeckt, und sie hatten also die Fuhrleute und Packknechte, deren sie bedurften, sozusagen umsonst. Freilich erweckten sie sich dadurch auch der Feinde nicht wenige, namentlich unter ihren Konkurrenten, den bisherigen Frachtfahrern, und diese zertrümmerten ihnen einmal mit ihren Knechten über Nacht den größten Teil ihrer Wagen. Allein dadurch ließen sich die frommen Patres noch nicht abschrecken, sondern sie fuhren vielmehr in der gewohnten Weise fort, bis ihnen endlich der Hohe Rat von Kastilien dieses für Priester und Missionen so wenig passende Gewerbe durch einen Machtspruch legte. Ganz in demselben Flur stand der Handel, welchen die Jesuiten von Japan aus trieben, und Europa konnte sich über die vielen von dort einlaufenden Waren gar nicht genug wundern. Hunderte von Schiffen wurden damit befrachtet, und es fehlte nur noch, dass die Söhne Loyolas eine eigene Flagge aufgehisst hätten. Tja, die Flagge der East Indian Trading Company ist ihre eigene Handelsflagge. Und übrigens, aus dieser Flagge ging dann die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika hervor. Wie ihr euch vielleicht erinnert,
in dem Kapitel American Graffiti im Buch Herrscher des Bösen. Auch bemerkte der bekannte Schriftsteller Navarrete, der sich an Ort und Stelle umsah, ausdrücklich, dass die Söhne Loyolas nie ermangelt hätten, neben jede ihrer Kirchen ein Magazin oder Bude hinzustellen, und die letzteren waren später selbst genötigt, dieses zuzugestehen. Doch wollten sie lange nicht mit der Sprache heraus, und die deshalb vom römischen Stuhl befragten Patres, Sevico und Tellier räumten nur die jährliche Absendung von 50 Ballen Seide nach Europa ein. Das entscheidende Geständnis aber liegt in dem Befehle, welchen ihr eigener General Typhus Gonzales auf Andrängen des Papstes Clemens XI. Anno 1702 erließ. In dem Befehle nämlich, dass sich die japanesischen Patres ihrer Schiffe entledigen sollten, denn wer Schiffe besitzt, muss doch wohl auch Frachtgüter für dieselben eignen. Genug sei es übrigens an diesen Belegen, obwohl ich deren noch eine ganze Menge anführen könnte. Eine andere Frage aber ist, wie sich denn die katholische Kirche und insbesondere die Oberleiter derselben zu solchen fluchwürdigen Beginnen der Jesuiten verhielten. Haben sie es gebilligt oder haben sie es verdammt? Ganz interessanter Satz, ganz interessante Frage, die der Autor hier stellt. Eine andere Frage aber ist, wie sich denn die katholische Kirche und insbesondere die Oberleiter derselben zu solch fragwürdigen Beginnen der Jesuiten verhielten. Die Oberleiter sind hauptsächlich natürlich Bischöfe im unteren Bereich und Kardinäle selbst im obersten Bereich. Dann sprechen wir über das Magisterium, ja, die magische Leitung der römisch-katholischen Kirche. Hat die es gebilligt, was die Jesuiten alles taten in diesem Handel, oder haben sie es verdammt? Nun, das Erstere, also das gebilligt, das Billigen, geschah nur von einem einzigen Papste, das Letztere aber von einer ganzen Reihe derselben. Aber gestoppt hat's keiner, ne? Jener Einzige war der Pontifex Gregor der 13., der von 1572 bis 1585 regierte und sich während seiner ganzen Zeit den Söhnen Loyolas ganz blind ergeben zeigte. Übrigens, 1572, nur eben in die Erinnerung rufend, bis 1585 ist die Zeit des St. Bartholomäus-Massakers in Frankreich, in Paris, ja, 15. August 1572, wo Tausende, Zehntausende Hugenotten abgeschlachtet wurden. Bis 1585, da regierte dann eben dieser Heinrich der Dritte und später kam dann sein Nachfolger Heinrich der Vierte, der das Edikt von Nantes verkündet hatte. Also diesen Frieden mit den Hugenotten hat ihnen Religionsfreiheit gegeben und das wäre unter einem Gregor dem 13., der den Jesuiten so hörig war und regierte, ganz sicher nicht möglich gewesen. Aber von 1572 bis 1585 regierte der Antichrist Papst Gregor der 13. und er zeigte sich der ganzen Regierungszeit, die er hatte, den Söhnen Loyolas blind ergeben. Ihm stellten dieselben vor, dass sie ihre verschiedenen Kollegien, Seminarien und sonstigen Häuser in den fern entlegenen Weltteilen unmöglich erhalten könnten, wenn man ihnen nicht erlaube, ein klein wenig der Handelschaft obzuliegen. Und der Papst, dies glaubend, gestattete ihnen das für Geistliche und Missionäre so durchaus unwürdige Geschäft. Weil aber die ganze Christheit ob diesem Ärgernis sich entsetzte und weil insbesondere die verschiedenen Universitäten, die von Paris schon anno 1594 voran, sowie die ganze weltliche und klösterliche Geistlichkeit samt allen Bischöfen und Erzbischöfen dagegen offen protestierten, nahmen die Nachfolger Gregors jene Erlaubnis ausdrücklich zurück und die Päpste Urban der VIII., Clemens der IX., der X. und Benedikt der XIV. Verboten noch extra in eigenen Bullen alles und jedes Handelstreiben der Priester. Zitat: Wir verbieten, heißt es zum Beispiel in der Bulle Benedikts vom 25. Februar 1741, ja, also Benedikt der 14., aus eigener Bewegung und mit unserer Vollmacht, ja, wir verbieten aus eigener Bewegung und mit unserer Vollmacht allen geistlichen Personen die Handelschaft, auch dann, wenn diese Handlungen nicht von ihnen selbst, sondern von Laien errichtet sind. Also mit anderen Worten,
auch nicht als die Chefe, als die Leiter. Nun, die Frage ist, das kann er ja tausendmal in diese Bulle reinschreiben, welche Wirkung hat diese Bulle, wenn wir uns erinnern an die Bulle in Junctum Nobis? Ja? Wisst ihr noch, wir hatten im ersten Teil, also im ersten Band, in den ersten Videos dieses Buches darüber gesprochen, nach der Gründung durch Loyola, wie 1543 Antichrist Papst Paul III. Mit der Bulle in Junctum Nobis den Jesuiten eine total carte blanche gegeben hat, also Handlungsfreiheit gegeben hat. Vor allen Dingen dem General der Jesuiten, der sich nichts unterstellen musste, der damit sogar über dem weißen Papst stand, in der eigenen Bulle gegeben. Und wenn ich den Jesuiten einen solchen Freibrief gebe, dann kann ich doch nicht in anderen Briefen sie wieder beschränken, weil die eine Bulle hebt die andere Bulle nicht auf. Das geht nicht, weil sobald eine Bulle veröffentlicht wird, ist sie Teil des römisch-katholisch-kanonischen Rechts. Ja? Mit anderen Worten, die Bulle, die wir hier gerade eben lesen, ist das Papier noch nicht wert, auf dem sie gedruckt ist oder geschrieben ist von dem Papst Benedikt dem 14. Er kann das tausendmal verbieten, aber es geht gegen eine andere Bulle ein. Unter anderem gegen die Bulle in Junctum Nobis. Ja? Also, nochmal. Er sagt hier, dass die Handelsaktivitäten nicht von ihnen selbst durchgeführt werden dürfen, auch nicht von ihnen geleitet werden dürfen, wenn die Aktivitäten selber durch Laien errichtet sind, also Menschen, die sich nicht dem Klerus zurechnen. Weiter lesen wir in dieser Bulle. Wir verbieten diesen Handel auch dann, wenn die Objekte desselben aus ihren eigenen Domänen bestehen oder unter den Gütern ihrer Koadjutoren und weltlichen Associés laufen. Wir verbieten ihn bei Strafe des Banns, ne, also das ist der Kirchenbann, Exkommunikation. Er mag nun im eigenen Namen, im eigenen Rahmen der Geistlichen oder im Rahmen ihrer Gesellschaft oder auch im Rahmen weltlicher Personen, welche ihnen Rechnung ablegen, geführt werden. Ende Zitat. Ganz dasselbe hatte schon Antichrist Urban der 8. 1625 gesagt. Und wenn dabei die Söhne Loyolas nicht ausdrücklich genannt wurden, so ging doch aus der ganzen Sprachweise hervor, dass nur alleine sie, nur alleine die Sozietät Jesu gemeint sei. Was antworteten aber die Jesuiten hierauf? Sie antworteten nichts und trieben ihren Handel nach wie vor fort, ohne sich um die päpstlichen Bullen auch nur im geringsten zu bekümmern. So machte zum Beispiel die Pariser Universität anno 1664 einen Vertrag bekannt, der in der Stadt Dieppe von dem Notar Thomas Levasseur und seinem Adjunkten René Benz aufgesetzt wurde und aus welchem hervorging, dass die ehrwürdigen Väter mit den Kaperausrüstern von Dieppe den Handel mit Kanada zu gleichem Gewinn und Verlust betrieben. Die kontrahierenden Teile waren Karl von Biancourt und Herr von Saint-Just zu Dieppe, nebst Thomas Robin, Herr von Cologne zu Paris von der einen Seite und von der anderen die Patres Biard und Ennemond Maffe von der Gesellschaft Jesu. Besagte gegenwärtige und übereinkommende Teile erkennen an, dass sie für die Ladung des Schiffes Gottes Gnade gemeinschaftlich handeln und den ehrwürdigen Vätern Biard und Massé, die im Rahmen ihres Ordens unterzeichnet haben, gibt diese Verbindung das Recht auf die Hälfte aller und jeder Waren, überhaupt auf die Hälfte der ganzen Ladung des Schiffes, zur Gnade Gottes. Ist nun das nicht Zeugnis genug dafür, was ich oben behauptete? Doch ich will noch andere Zeugnisse reden lassen. Ich will Zeugnisse reden lassen, welche in der ganzen Christenheit das größte Aufsehen erregten, weil sie bewiesen, dass die Jesuiten nicht bloß Kaufleute, sondern auch gemeine Wucherer und zugleich betrügerische Bankrotteure waren. Das ist ein sehr interessantes Thema, dem wir uns jetzt widmen, bin ich sicher. Im Jahr 1639 herrschte auf der Insel Malta eine große Hungersnot und es kostete den damaligen Großmeister der Johanniter mit Namen Lascaris unsägliche Mühe,
dem allgemeinen Elende durch Beifuhren von Frucht aus entlegenen Gegenden wenigstens notdürftig zu steuern. Unter denen nun, welche hauptsächlich Mangel zu leiden schienen, zeichnete sich besonders auch die Insassen des jesuitischen Kolleges aus, und die ehrwürdigen Patres verabsäumten es nie, ihren regelmäßigen Anteil an den Portionen, die man austeilte, in Person abzuholen. Mal kurz eben auf die Johanniter eingehen. Ja, wir lesen hier also, dass der Herrscher auf der Insel Malta der damalige Großmeister der Johanniter war. Der Johanniterorden, wissen wir ja, ist ein Relikt aus dem Templerorden, und die Jesuiten sind die wiedergeborenen Templer oder wieder in Werk gestellten Templer. Sollten wir nie vergessen. Also dieser Johanniterorden ist im Grunde direkt mit den Jesuiten natürlich verwandt. Nun sagt der Autor weiter, da ereignete es sich, dass einer aus ihrer Mitte, der Pater Cassia, ein ebenso schweres als gemeines Verbrechen beging, und die Gerichtsboten des Großmeisters schickten sich also an, ihn zu verhaften. Er flüchtete sich in das Kolleg seines Ordens in der Hoffnung, allda Sicherheit zu finden, aber die Gerichtsboten folgten ihm nach und siehe da, was entdeckten sie jetzt in diesem Kolleg? Das Kolleg selbst sowie die angebauten Magazine und Speicher waren sämtlich mit Korn und Mehl nebst anderen Nahrungsvorräten förmlich überfüllt. Und es lag also der offenkundige Beweis vor, dass die ehrwürdigen Väter all diese Vorräte nur hinhielten, um damit, wenn die Hungersnot ihren höchsten Grad erreicht haben würde, zu den enormsten Preisen loszuschlagen. Natürlich aber kannte jetzt die Wut des Volkes keine Grenzen mehr, und die sämtlichen Jesuiten wären derselben ungezweifelt zum Opfer gefallen, wenn Lascaris sie nicht sofort, wie sie gingen und standen, in eine Felucke gebracht und nach Sizilien hinüber spediert hätte. Also das ist eine Art Schiff, eine Felucke hier, da alle auf das Schiff und rüber nach Sizilien bringen, weil von Malta nach Sizilien ist auf dem Seeweg ja nicht so lang. Natürlich konfiszierte man auch all ihr Eigentum, und all ihre späteren Reklamationen, dasselbe zurückzuerhalten, hatten kein Resultat. In diesem Fall. Noch viel mehr Aufsehen erregte der Bankrott des jesuitischen Kollegiums zu St. Hermenegilde in der spanischen Stadt Sevilla. Derselbe Bankrott, dessen ich schon im zweiten Kapitel dieses Buches beiläufig erwähnt habe. Und zwar ging es dabei folgendermaßen zu. Ums Jahr 1640 wurde der Bruder André von Villars Prokurator oder zeitlicher Verwalter des besagten Kollegiums, eines der reichsten in ganz Spanien. Und dieser, ein sehr gewandter Mann, fasste sofort in Gemeinschaft mit seinen Mitbrüdern den Entschluss, den Reichtum desselben durch eine ausgedehnte Industrie- und Handelsgesellschaft zu verdoppeln, wenn nicht sogar zu verdreifachen. Nun jedoch, dies ins Werk zu setzen, brauchte er Geld, und zwar viel Geld. Er wandte sich also an die gläubigen Seelen von Sevilla und bat sie um ein Darlehen für fromme Zwecke. Jedem, der es haben wollte, versprach er die vollste himmlische Belohnung. Nicht minder aber stellte er gute Zinsen in Aussicht, um auch die weltliche Habgierde zu reizen, und überdem wusste er gar salbungsvoll von der Sicherheit zu sprechen, deren ein dem Jesuitenorden angeborgtes Kapital genösse. Seine Worte hatten die gewünschte Wirkung, und eine Menge von Sevillanern, besonders kleine Kapitalisten, Witwen, Waisenpfleger, abgedankte Offiziere und dergleichen mehr, beeilten sich, dem Herrn Prokurator ihre Barsummen und Wertpapiere anzuvertrauen. Auf diese Art bekam André de Villars in verhältnismäßig kurzer Zeit nicht weniger als 450.000 Dukaten zusammen, und mit dieser für die damalige Zeit ungeheuren Summe konnte man schon etwas Erkleckliches anfangen. Er kaufte sofort verschiedene Landgüter mit großen Viehherden, ließ Häuser und Mühlen errichten, legte Magazine an, die er mit Waren aller Art füllte, baute Schiffe, welche er mit Eisen, Leinwand und anderen europäischen Waren befrachtet und nach den spanischen Kolonien sandte, und welche dafür die Produkte Ost- und Westindiens zurückbrachten. Kurz, er wurde ein großer Industrieller im ausgehutesten Sinn, also im ausgesprochensten Sinne, sage ich jetzt mal, des Wortes,
Und die Firma Villar und Company machte mehrere Jahre lang ganz großartige Geschäfte. Auf einmal jedoch, anno 1644, als eben verschiedene bedeutende Wechsel fällig waren, erklärte der Herr Prokurator, er sei im gegenwärtigen Augenblicke außerstande, sie einzulösen. Und als sich infolgedessen nicht wenige andere Gläubiger mit ihren Forderungen herbeidrängten, zeigte er seine Insolvenz gerichtlich an. Man kann sich nun den Schrecken der Leute denken, die ihr Kapital beim Hause Villar und Company angelegt hatten, und da ihre zusammen gegen 300 waren, so brachte ihr Geschrei ganz Sevilla in Verwirrung. Allein Schreien führt in solchen Dingen gewöhnlich zu nichts. Und somit bekümmerten sich auch die Söhne Loyolas nicht viel darum, sondern ließen der Sache ganz ruhig ihren Verlauf, indem sie sich stellten, als gehe sie dieselbe überhaupt nichts an. Endlich, nach Jahresfrist, war die Vermögensuntersuchung so weit gediehen, dass man auf den 9. März 1645 eine allgemeine Kreditorenversammlung in das Professhaus der Jesuiten in Sevilla zusammenberufen konnte. Und nun trat plötzlich der Provinzial von Andalusien, Pater Pierre de Avilas, mit einem Angebot von 50% hervor. André von Villar, der Prokurator des Kollegs zu San Hermenegilde, hätte zwar, so sagte er, seine Befugnisse durchaus überschritten und nur auf eigene Faust gehandelt, so dass der Orden Jesu eigentlich gar keine Verpflichtung hätte. Allein aus besonderer Rücksicht für die vielen Witwen und sonstigen ärmeren Gläubiger wollten die ehrwürdigen Väter ein Übriges tun und böten also 50 vom 100. Na, schöner Vergleich, ne? Du kriegst die Hälfte, friss oder stirb. Er glaubte mit Bestimmtheit, dass die Gläubiger hierauf eingehen würden und hatte deshalb auch einen Notar mitgebracht, um die nötigen Urkunden gleich auszustellen. Doch die Kreditoren weigerten sich einstimmig und machten die ganze Sozietät Jesu für ihre Bezahlung verantwortlich, so dass die Versammlung unverrichteter Dinge auseinanderging. Der Pater Provinzial schlug nun einen anderen Weg ein und ließ sofort den Bruder Villar ins Gefängnis werfen, weil er ohne die Erlaubnis seiner Oberin und gegen die Grundsätze der Sozietät Jesu auf eigene Faust einen Handel angefangen hätte. Zu gleicher Zeit aber, da dies geschah, verabsäumte man auch nicht, Privatem mit den einzelnen Gläubigern zu unterhandeln und sie durch gütlichen Zuspruch zu einem Nachlass zu bewegen. Dadurch erzielte der Provinzial auch wirklich einigen Erfolg, indem einzelne wenige auf einen Vorschlag eingingen. Die Mehrzahl derselben aber, den Jean Onufre de Salazar an der Spitze, wandten sich in einer Eingabe unmittelbar an den König Philipp IV. und flehten bei diesem König um Gerechtigkeit. Natürlich übrigens stand es längere Zeit an, bis Antwort erfolgte, und diese Zeit wussten die Jesuiten aufs Vortrefflichste zu benutzen. Sie gewannen nämlich den mit der Sequestration der Güter beauftragten Kommissär, also mit der beauftragten Kommissär, dass er den Gläubigern zusprach, sich lieber auf einen Vergleich als einen Prozess einzulassen. Und da nun von diesem Vergleich von diesen Gläubigern sehr viele, ja die meisten, wegen der Sistierung ihrer Zinsforderungen sich in der höchsten Not befanden, so folgten ihrer beinahe 100 seinem Rate. Auch erhielten diese alle sogleich ihre 50% vom ursprünglichen Kapital oder verwandelte man ihre Forderung in eine unterpfändliche vom besagten Belang. So verminderte sich die Zahl der Gläubiger mit jedem Tag mehr, und es war die Hoffnung vorhanden, schließlich die ganze Schuld von 450.000 Dukaten mit der Hälfte abfinden zu können. Mit einem Male jedoch wurde dies anders, als die Antwort vom König anlangte und der Präsident der Regierung von Sevilla, Herr Jean de Santelices, mit der Untersuchung betraut wurde. Er nämlich, ein unparteiischer Mann, das müsste man sich heute mal vorstellen, dass es in solchen Kreisen einen unparteiischen Mann gibt, der als Schlichter auftreten kann, der sich von dem jesuitischen Gold nicht blenden und von der jesuitischen Suave nicht überreden ließ, entfernte alsbald den parteiischen Kommissär, befreite sodann den gefangengesetzten Villar und brachte diesen zu einem ganz umständlichen Geständnis, wie es bei dem Bankrotte zugegangen.
Da stellte sich denn heraus, jetzt wird's interessant, dass es die Jesuiten von Anfang an auf nichts anderes abgesehen gehabt hatten, als auf Abschüttelung ihrer Schuld mit der Hälfte des Geldes, und es fanden sich sogar mehrere Briefe des Paters Provinzials vor, welche nur zu deutlich auf genau diesen Umstand hinwiesen. Jean de Saint-Ilicès hätte daher am liebsten gleich alle Güter des Kollegiums Saint-Hermini-Gilde verkauft und die Gläubiger vollständig aus dem Erlös befriedigt. Allein die Söhne Loyolas machten geltend, dass der größere Teil dieser Güter geistliche Güter seien und daher nicht mit Beschlag belegt, respektive verkauft werden dürften. Aus diesem Grund zog sich der Prozess noch eine Reihe von Jahren hin, und in dieser langen Zeit wussten sich abermals viele der Gläubiger ihrer Armut wegen nicht mehr anders zu helfen, als dass sie sich freiwillig zu einem Vergleiche erboten. Kurz, die Söhne Loyolas erreichten ihren Zweck so ziemlich, obwohl die Endentscheidung anno 1652 gegen sie ausfiel und der Rest der Kreditoren durch den Verkauf der vorhandenen Liegenschaften und sonstigen Güter vollständig befriedigt werden musste. Das Publikum von Sevilla aber wusste nun, was es von der Gesellschaft Jesu zu halten habe, und die Entrüstung gegen dieselbe wollte sich daher lange nicht mehr legen. Heute spricht da kein Schwein mehr drüber, mal ganz ehrlich eben gesagt, ja? Das ist genau wie mit den anderen Skandalen, die die römisch-katholische Kirche die letzten Jahrhunderte durchschüttelt haben und heute noch durchschütteln. Es interessiert die Leute nicht mehr. Sie vergessen viel zu schnell. Auch die Sevillaner haben in der Zukunft vergessen, weil heute spricht da doch kein Mensch mehr drüber, was damals in Sevilla passierte im 17. Jahrhundert durch die Jesuiten. Ja? Ein würdiges Seitenstück zu diesem sevillaischen Skandal war der berüchtigte Bankrott des Pater Lavalette auf Martinique, und ich kann daher nicht umhin, auch seiner noch schließlich zu erwähnen. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das müsst ihr mir eben zugestehen, da muss ich da mal ganz kurz einen Kommentar zugeben, durch den Fall dieses Pater Lavalette, und ich meine, ja, ich habe das Buch jetzt gar nicht hier, ich kann es gar nicht eben nachschauen, in Cold World Babylon ist das erschienen und auch in anderen Büchern hatte ich das schon gelesen. Wo war das denn? Wo habe ich denn darüber gelesen, über den Fall? Ich glaube, es war Cold World Babylon. Steht mir das mal eben zu. Ich muss mal eben ganz kurz wirklich ganz tief nachdenken. Ich meine, es ist der Fall. Von daher erzähle ich euch dann im Grunde schon im Voraus, was damit passiert. Der Pater Lavalette wurde von den Jesuiten selber in einen Bankrott reingetrieben. Und im Laufe des Prozesses in Frankreich, der dann stattfand, hat er, weil er sich auf die Verfassung der Jesuiten berufen hat, ja, das ist am Anfang des Buches Cold World Babylon, ist das darin, hat das Gericht die Jesuiten dazu verurteilt, diese Konstitution, diese Verfassung dann vorzubringen. Dass man eben nachschauen konnte, dass die Handlung von dem Pater Lavalette basiert aufgrund dessen, was in der Verfassung stand, dass er darauf hingehend gehandelt hätte, dass er sich verteidigt hat. Aber die Verfassung war ja eben nicht bekannt. Ja? Und genau darum ging dieser Fall. Das steht in den ersten paar Kapiteln des Buches Cold World Babylon. Also wer das Englischen mächtig ist, der sollte sich das unbedingt anschauen. Ich habe ja Cold World Babylon, habe ich ja diese Abspielliste hier auf meinem Kanal. Das seht ihr ja. Warum jetzt der Computer so schwach reagiert, weiß ich jetzt auch nicht. Cold World Babylon, habe ich ja hier die Spielliste, seht ihr hier. Cold World Babylon 666, Danger in the Vatican, the Sons of Loyola and their plans for world domination. In den ersten 4-5 Teilen kommt das vor, ja, wo ich darüber spreche. Das ist, meine ich, der Fall von Lavalette. Kann jetzt auch sein, dass das nicht der Fall ist, von dem ich spreche, weil ich kann mir jetzt den Namen und sowas nicht alles so perfekt merken. Der Punkt ist nur, dass wir das bitteschön behalten, selbst wenn das jetzt nicht der Fall ist, den wir jetzt hier bei Griesinger besprechen, dann könnt ihr das in Cold World Babylon nachschauen. Und das war der Grund, weshalb überhaupt die Verfassung der Jesuiten überhaupt öffentlich gemacht wurde. Deswegen haben wir sie heute überhaupt zum Nachschauen. Ja? Wie gesagt, wer Englisch kann, der sollte sich diese Serie ganz sicher nicht entgehen lassen.
Aber der Autor fährt fort und sagt, Bruder Lavalette wurde im Jahr 1742 von seinen Vorgesetzten als Missionär nach der Insel Martinique gesandt und wirkte dort zuerst in dem kleinen Kirchensprengel Carbet, der nur eine Stunde von der Stadt Saint-Pierre entfernt lag. Dieser Sprengel wurde ihm jedoch bald zu eng, denn er zählte damals bei seiner Ankunft auf Martinique erst 35 Jahre und war überhaupt ein Mann von sehr unternehmendem Charakter sowie von einer großen Intelligenz und Tatkraft. Nochmal ein anderes Bild nehmen hier. Von einer großen Intelligenz und Tatkraft. Somit brachte er es nach 5 Jahren dahin, dass man ihn anno 1747 zum Prokurator des Professhauses von Saint-Pierre oder St. Peter ernannte. Und er trat diesen wichtigen Posten sofort mit dem Vorsatz an, seinem Hause so nützlich als möglich zu werden. Das Professhaus von St. Peter war nämlich durch schlechte Verwaltung sehr herabgekommen, obwohl es große Güterkomplexe oder, wenn man so lieber will, Plantagen besaß, und es stand daher dem berüchtigten Verwalter ein großer Wirkungskreis offen. Allein, es gehörte viel dazu, viel Mut, viel Verstand, viel Kenntnis, viel Spekulation, um diesen Wirkungskreis würdig auszufüllen. Den Anfang machte Lavalette damit, dass er eine starke Quantität Negersklaven ankaufte, um die vorhandenen Plantagen besser bebauen zu können. Und zugleich akquirierte er gewandte Aufseher, welche mit der Leitung der Sklavenarbeit vollkommen vertraut waren. Hierzu brauchte er aber Geld, und zwar viel Geld. Noch mehr Geld erforderte die Erwerbung weiterer Ländereien, zu welchen es damals eine besonders geschickte Gelegenheit gab und die er sich schon deswegen nicht entschlüpfen lassen wollte, weil man diese Ländereien später mit Leichtigkeit ebenfalls in die herrlichsten Zucker-, Tabak- und Baumwollplantagen verwandeln konnte. Doch woher dieses Geld nehmen? Wie sagt man so schön? Woher nehmen und nicht stehlen? Aber das und nicht stehlen, das haben die Jesuiten nicht in ihrem Sinn. Als ein feiner und im Kommerze gar wohl erfahrener Kopf erwog er die Sache nach allen Seiten und nach längerem Nachdenken kam ihm ein überaus kluger Gedanke, den er auch sogleich zur Ausführung brachte. Frankreich behandelte damals seine Kolonien noch äußerst stiefmütterlich und daher kam es, dass er von Martinique Geld nach dem Mutterlande senden musste, fast immer ein Viertel, wenn nicht gar ein Drittel verlor. Mit anderen Worten, wenn jemand in Paris oder sonst wo in Frankreich 20.000 Franken zu zahlen hatte, musste er immer seine 28.000 bis 30.000 Franken aufwenden, um diesen Posten zu tilgen. Und man kann sich also wohl denken, dass dieser Druck äußerst schwer auf den Kaufleuten von Martinique lastete. Nun erklärte Lavalette in einem Zirkulär an die Handelswelt der Antillen, Zitat, er sei imstande, Gelder, die man ihm in Martinique anvertraute, mit Hilfe seines Ordens in Lyon zum vollen Nennwert ohne irgendeinen Verlust oder Abzug auszuzahlen. Jedoch mit dem Beding, dass die Zahlung erst nach 30 bis 36 Monaten zu geschehen habe. Und zugleich erbot er sich, für alle ihm anvertrauten Summen als Remessen sichere Wechselbriefe auszustellen. Remessen, das sind also Sicherheiten. Natürlich aber Wechsel auf die lange Sicht von 2,5 Jahren, also die 30 Monate, und unverzinslich für diese ganze Zeit. Die Kaufleute von Martinique überlegten sich das Anerbieten und fanden dasselbe für ihren Geldbeutel äußerst vorteilhaft, vorausgesetzt, dass die Unterschrift des ehrwürdigen Paters selbst honoriert werde. Allein, warum denn hieran zweifeln, da ja das Professhaus zu Saint-Pierre ein sehr großes Vermögen in Ländereien besaß? Man vertraute ihm also Geld an. Das sollte man einem Jesuiten niemals tun, ne? Allerdings am Anfang nur kleinere Posten. Allein später, als man fand, dass die Zurückzahlung immer ganz prompt erfolgte, auch größere und zuletzt sogar die bedeutendsten. Der erste Zweck Lavalettes, nur recht viel Bargeld in die Hände zu bekommen, war also nach wenigen Jahren schon erreicht und die auf Borg erkauften Ländereien konnten also bezahlt und in Plantagen umgewandelt werden. Dies genügte ihm aber nicht,
sondern er erwarb teils auf Martinique, selbst teils auf den Inseln Duvant und San Domingo nach einer Menge von anderen Plantagen und pflanzte darauf mit Hilfe seiner Neger eine solche Menge von Zucker, Kaffee, Tabak und Indigo und Baumwolle, dass kein anderer Bewohner der Antillen, selbst nicht einmal der Reichste mehr, mit ihm konkurrieren konnte. Zudem kaufte er noch den Ertrag anderer Plantagen auf und errichtete deshalb außer seinem Hauptetablissement in Saint-Pierre noch verschiedene andere Comptoirs, wie zum Beispiel zu Santo Domingo, zu Maria Salanda, zu St. Lucia und zu St. Vinzenz. Dennoch schwollen die Vorräte in seinen Magazinen nie, wie man etwa vermuten könnte, ins Ungeheuerliche an, sondern so viel er kaufte, so viel verkaufte er auch wieder. Nur natürlich nicht auf den Antillen oder sonst in Amerika, sondern in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, weswegen er sich auch sofort mit den ersten Handlungshäusern in Europa, das ist Marseille, Nantes, Lyon, Paris, Lissabon, Cadiz, Livorno, Amsterdam und anderswo in Verbindung setzte. Infolge dieser mit ebenso viel Geschick als Glück ausgeführten Operationen nahmen die Geschäfte des Hauses Lavalette und Compagnie bereits nach wenigen 5 Jahren solche Dimensionen an, dass der ganze Handel von Martinique sozusagen ein Monopol in seinen Händen wurde, und nun natürlich konnten sich die übrigen dortigen Kaufleute und Plantagenbesitzer nicht mehr verbergen, wie töricht sie gehandelt hatten, als sie vom Schwarzrock durch ihre anvertrauten Gelder zur Gründung seines Geschäfts, verhalfen. Mit anderen Worten, sie haben sich selber das eigene Wasser abgegraben. Ja, das Einsehen haben sie jetzt nach 5 Jahren gewonnen. Weil aber das Jammern keine Abhilfe brachte, so wurden sie bei der Regierung von Frankreich wegen Beeinträchtigung klagbar, und die Regierung gab sofort dem Pater Sarcy, dem Generalprokurator der jesuitischen Mission, einen Wink, den Spekulationsgeiste seines Mitbruders in Martinique wenigstens einigermaßen Schranken zu setzen. Sarcy versprach's, dachte jedoch von Anfang an nicht im geringsten daran, sein Versprechen zu halten, und somit erneuerten sich die Klagen der Kaufleute und Plantagenbesitzer in erhöhtem Maßstabe. Da sah sich die Regierung endlich doch genötigt einzuschreiten, und somit erhielt der französische Statthalter der Antillen zu Ende des Jahres 1753 Befehl, den Pater Lavalette zur Verantwortung nach Paris zu senden. Der Pater reiste sofort ab, aber nicht ohne sich vorher von dem Statthalter und anderen Hochgestellten, deren Gunst er in vollstem Maße besaß, die günstigsten Zeugnisse ausstellen zu lassen. Und wie er im Januar 1754 in Havre ankam, wurde er von seinen Mitbrüdern, besonders dem Patribus Sacchi und Forestier, seinen Hauptkorrespondenten in Frankreich, im Triumphe empfangen. Noch triumphierender war sein Empfang im Kollegium zu Paris, und überall, besonders auch an einflussreicher Stelle bei Hof, ließen die Jesuiten sein Lob ertönen. So wurde ihm die Verantwortung leicht, oder vielmehr, man machte sie ihm leicht und schenkte seinen Versicherungen, dass er durchaus keinen eigentlichen Handel treibe, ohne weiteres Glauben. Bezeugte ihm dies doch sogar der Herr von Bompard, der Gouverneur von Martinique, und dieser musste doch wissen, was auf der Insel vorging. Gewiss, lautet ein Zitat, der gute Pater Lavalette war ein ganz unschuldiger Mensch, der einzig und allein sich mit der Ausbreitung der Mission, mit der Bekehrung der Wilden beschäftigte, und wenn er hie und da etwas Zucker und Kaffee nach Europa hinübersandte, so tat er dies nur, um die Mission notdürftig erhalten zu können. Auch verschickte er keinen anderen Zucker, keinen anderen Kaffee, als welchen das Professhaus auf seinen eigenen wenigen Gütern erzeugte. Und wenn die Jesuiten diesen verkauften, so konnte man das doch ebenso wenig Handelschaft nennen, als wenn ein Bauer sein Korn zum Markte brachte. Ende Zitat. Also unschuldig stellte man den Pater Lavalette hin. Und die Regierung konnte daher kein Arges an ihm finden oder ihn wenigstens nicht für überwiesen annehmen. Man erlaubte ihm demnach, das Jahr darauf auf seinen Posten nach Martinique zurückzukehren,
doch ausdrücklich nur gegen das eidliche Versprechen, dass er den Kaufleuten dorten keine Ursache zur Klage mehr geben und sich einzig und allein mit seinen religiösen Dienstverrichtungen beschäftigen wolle. Wann hätte sich aber ein Sohn Loyolas je durch ein Versprechen oder auch durch einen Eid für gebunden erachtet? Lavalette war sicher nicht der Erste. Kaum war also Lavalette im Mai 1755 wieder in Saint-Pierre angekommen, so nahm er nicht nur seine alten Geschäfte sofort abermals in die Hand, sondern fügte sogar noch neue hinzu, indem er eine Bank gründete, Manufakturen anlegte und was dergleichen mehr ist. Sein Handelsgeschäft blühte jetzt erst großartiger als je und der Ordensgeneral Ignaz Visconti fand sich wegen dieses glücklichen Erfolgs bewogen, den guten Pater Prokurator zum Generalvisitator und apostolischen Präfekten der jesuitischen Missionen in den Antillen vorrücken zu lassen. Ja, wer weiß, was weiter noch geschehen wäre, wenn nicht die schlimmen Engländer dem armen, unschuldigen Lavalette einen gar bösen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Unter den europäischen Bankhäusern nämlich, mit welchen der Vater Geschäfte machte, war eines der beträchtlichsten das der Gebrüder Lyonnais und Couffre. In Marseille und zu Ende des Jahres 1755 schuldete er dieser Firma für die auf sie gezogenen Wechsel mehr als 1,5 Millionen Livres. Natürlich übrigens gaben die Gebrüder Lyonnais und Couffre als solide Geschäftsleute dem Haus Lavalette und Compagnie diesen großen Kredit nicht, ohne gehörige Deckung dafür zu haben. Und zwar bestand diese Deckung in Kolonialwaren von gegen 2 Millionen wert, welche Lavalette noch im Herbst 1755 auf 2 Kauffahrteischiffen den Gebrüdern Lyonnais und Couffre zuzusenden versprochen hatte. Die Waren wurden auch richtig abgesandt, und wenn sie in Marseille angekommen wären, so würden sich beide Teile gut dabei befunden haben. Allein, unglückseligerweise befand sich Frankreich seit Frühjahr 1755 im Kriegszustand mit England. Und noch unglückseligerweise kaperten die bösen Engländer jene 2 Kauffahrteischiffe weg. Natürlich kamen hierdurch die Gebrüder Lyonnais in die größte Verlegenheit, denn womit sollten sie jetzt die Wechsel von 1,5 Millionen zur Verfallzeit einlösen? Sie sandten also unverzüglich ihren Associé Couffre an den Pater Sassy nach Paris, um von diesem als dem bisherigen Korrespondenten und Prokuraträger Lavalettes zu verlangen, in die Stücke einzutreten. Er machte auch wirklich einige Anschaffungen, aber nur sehr ungenügende. Dagegen versprach er sofort, nach Rom zu berichten, damit das Fehlende von dort aus ersetzt werde. Er tat's. Doch zum Unglück, oder Zufall, starb eben jetzt der General der Jesuiten Visconti, und in der Zwischenzeit, bis ein neuer General gewählt war, blieben alle größeren Geschäfte unerledigt. Das war schlimm. Das war sogar sehr schlimm für die Brüder Lyonnais und Couffre, denn wie sie nun die 1,5 Millionen Wechsel präsentiert wurden, sahen sie sich genötigt, am 19. Februar 1756 sich für zahlungsunfähig zu erklären. Sie benahmen sich hierbei auf ganz ehrenhafte Weise und zedierten ihren Gläubigern all ihr Vermögen, dieweil sie lieber Bettler als Betrüger sein wollten. Die Untersuchung des Vermögensstandes nahm längere Zeit in Anspruch. Nach einem Jahr jedoch war die Sache so weit geordnet, dass man das Soll und Haben ganz übersehen konnte. Und sofort wurde der Syndikus des Gläubigerausschusses beim Konsulat zu Marseille gegen die beiden Patres Lavalette und Sassy klagbar. Gegen ersteren in seiner Eigenschaft als Chef des Jesuitenhauses in Saint-Pierre, gegen letzteren als Generalprokurator der Missionen in den Antillen. Das Konsulat ließ mit seinem Spruch nicht allzu lange auf sich warten, sondern einigte sich über ihn bereits am 19. Dezember 1759. Er lautete dahin, dass Sassy und Lavalette zusammen die Summe von 1.502.236 Livres zu zahlen hätten, und zwar sollte jeder für das Ganze solidarisch haften. Die Gläubiger jubelten, doch zu früh.
denn Lavalette war schon längere Zeit gleichsam wie von der Erde verschwunden und Sassy appellierte mit der Erklärung, dass Lavalette ganz allein haftbar sei, weil er durchaus nur auf eigene Faust und sogar gegen den Willen seiner Oberin gehandelt habe. Inzwischen machte der Prozess ein solches Aufsehen in Frankreich, dass die übrigen Bankhäuser, welche mit Lavalette in Verbindung gestanden waren, Ursache zu haben glaubten, sich für ihre Forderungen sicherstellen zu müssen. Und sie wandten sich daher die Firma Witwe Krock und Sohn an der Spitze an den Provinzial des Jesuitenordens in Paris, von ihm verlangend, dass er sich für die Schulden des Professorhauses von St. Peter zu Martinique verbürge. Dazu wollte sich jedoch die Witwe Krock und Sohn ebenfalls, dazu wollte sich jedoch der Provinzial durchaus nicht verstehen und die Folge war, dass die Witwe Krock und Sohn ebenfalls klagbar wurde. Sie brachte aber ihre Klage nicht in Nantes, sondern beim Konsulat in Paris an und drang darauf, dass alle in den Gebieten des Königs von Frankreich befindlichen Häuser der Gesellschaft Jesu für die Schulden des Lavalette haften müssten. Der Spruch des Konsulats von Paris erfolgte bereits im Januar 1760 und entsprach vollkommen dem Gesuche der Kläger. Das heißt, das Urteil lautete dahin, dass die sämtlichen in Frankreich lebenden und all da ansässigen Jesuiten in corpore, also leibhaftig, gehalten seien, das von Lavalette entlehnte Kapital mit Zinsen zu bezahlen und dass die Gläubiger im Fall der Zahlungsverweigerung das ganze in Frankreichs Gebiet befindliche Inventar und Eigentum des Ordens mit Beschlag belegen lassen dürften. Hiegegen protestierte sofort der Provinzial von Paris und ihm schlossen sich die sämtlichen übrigen Provinziale Frankreichs, also die von der Champagne, von Suisse, von Suyenne, von Toulouse und von Lyon an. Sie alle erklärten mit der bestimmtesten Bestimmtheit, dass es ein vollständiges Unrecht sei, eine ganze Gesellschaft für die Fehler eines einzelnen Mitglieds haftbar zu machen. Sie beriefen sich zugleich auf ihre Konstitutionen, in welchen ausdrücklich der Grundsatz ausgesprochen sei, dass immer nur der Einzelne für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden könne, und diese setzten daher alle ihre Triebfedern in Bewegung, um den König dahin zu bringen, dass er diese ganze Prozessangelegenheit, also sowohl den Streit mit den Gläubigern des Hauses Lyoncy und Couvre, als den mit der Witwe Krock und Sohn vor sein Forum ziehe. So, wir sind jetzt schon über eine Stunde weit und ich muss nur mal eben schauen, wie weit das Kapitel hier noch geht, weil ich möchte jetzt nicht... Ja, siehst du, hier ist das zu Ende. Ich lese das jetzt eben noch zu Ende. Ich habe also recht gehabt, es war der Vater Lavalette und über den kann man auch in Code Word Babylon nachlesen. Wunderbar, dass ich noch ein bisschen was von meiner Geschichte im Kopf behalte mit all den Büchern, die ich lese. Aber ihr seht es, hier ist der Punkt, und der Autor macht jetzt noch gar nicht mal so einen großen Punkt davon. Er sagt hier, dass sie sich auf ihre Konstitution beriefen, auf die Verfassung der Jesuiten. Und die Verfassung der Jesuiten, die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft, und die Verfassung der Jesuiten ist von daher nicht öffentlich. Ja, das ist... eine Geheimgesellschaft und die Konstitution, die Verfassung ist heimlich. Deswegen heißt es ja auch die Secreta Monita, die geheimen Instruktionen der Jesuiten. Die sind nicht öffentlich zugänglich. Und hier in diesem Gerichtsfall damals mit dem Lavalette mussten sie sie offenlegen. Und überhaupt deswegen haben wir heute nur den Vorteil, dass wir die Verfassung der Jesuiten kennen und dass wir die Monita Secreta kennen. Oder Secreta Monita, weiß nicht, wie rum das jetzt eben heißt. Ich war mir ziemlich sicher, dass es der Fall war. Und siehe, das ist der Fall. So detailliert übrigens, wie der hier beschrieben steht, steht er nicht mal in Code Word Babylon beschrieben. In Code Word Babylon wird mehr auf die Verfassung selber eingegangen und was das alles mit sich bringt. Aber hier wird bis auf das Detail eingegangen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, dann ist diese Sendung mal halt ein wenig länger. Ich kann das jetzt mit gutem Gewissen hier nicht abbrechen, diese Lesung. Ich muss das jetzt hier zu Ende bringen. Also, wir lesen in diesem letzten Satz hier. Sie beriefen sich zugleich auf ihre Konstitutionen, in welchen ausdrücklich der Grundsatz ausgesprochen sei, dass immer nur der Einzelne für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden könne, und sie setzten daher alle ihre Triebfedern in Bewegung, um den König dahin zu bringen, dass er, der König, diese Prozessangelegenheit,
also sowohl den Streit mit den Gläubigern des Hauses Lyoncy und Couvre als den mit der Witwe Croc und Sohn vor sein Forum ziehe. Es handele sich jetzt, sagten sie, nicht mehr bloß um die Schulden des Pater Lavalette, sondern um das Prinzip, wer im Falle ein Mitglied der Gesellschaft Jesu Schulden mache, zu zahlen habe, ob die Gesellschaft oder das Mitglied. Und diese wichtige Frage könne nur vom höchsten Gerichtshofe Frankreichs entschieden werden. Der Hohe Rat des Königs erkannte dies an und verwies die Angelegenheit durch ein Dekret vom 17. August 1760 vor die Große Kammer des Parlaments von Paris als des höchsten Gerichtshofs von ganz Frankreich. Sofort begann eine äußerst skrupulöse Untersuchung, denn der Generalprokurator des Parlaments, Herr Le Pelletier du Saint-Fargeau, war ein Mann der höchsten Ehrenhaftigkeit, der alle Gründe für und wider dreimal prüfte, ehe er einen Antrag stellte. Vor allem wollte er sich genau darüber orientieren, nach welchen Gesetzen überhaupt die Güter der Jesuiten verwaltet würden. Und da sich die Herren Provinziale in ihrer Eingabe an den König deshalb auf ihre Konstitutionen berufen hatten, ja, wieder, jetzt wird's nämlich interessant, jetzt kommen wir an die wirklich wichtigen Dinge. So verlangte er die Vorlage dieser Statuten, die bis dahin geheim gehalten waren. Der Pater de Montigny, Prokurator des Professhauses von Paris, gehorchte dem Befehl und legte ein gedrucktes Exemplar vor. Aber dies war der dummste Streich, den je ein Sohn Loyolas beging. Und er bereute ihn daher auch schon wenige Tage nachher aufs Bitterste. In der Fußnote lesen wir, die außerordentlichen Folgen, welche die Vorlegung der Verfassung des Ordens für dessen Bestand in Frankreich später noch hatte, werden wir im sechsten Buche dieses Werkes zur Besprechung kommen. Also, das, was ich in Codewort Babylon ausführlich besprochen habe, bespricht Theodor Griesinger hier im sechsten Buch und erinnert euch an diese fünfte Lesung und geht es zur Not nochmal zurück, um das nochmal nachzulesen. Was wir hier gerade eben lesen, ist einer der größten Skandale in der Geschichte des Jesuitenordens überhaupt. Ja? In den besagten Statuten nämlich stand mit großer Frakturschrift zu lesen, dass alle Güter der Jesuiten ein gemeinschaftliches und unzertrennliches Eigentum des Ordens ausmachten. Es stand darin zu lesen, dass kein einziges jesuitisches Haus, also weder ein Professhaus, noch ein Kollegium, noch eine andere Anstalt, auch nur ein Stückchen eigenes Vermögen besitzen dürfe. Es stand darin zu lesen, dass die Oberleitung all dieser ungeheuren, in der ganzen Welt zerstreuten Besitztümer in den Händen der Oberen liege und dass ohne die Bewilligung des Generals auch nicht die unbedeutendste Kleinigkeit veräußert werden dürfe. Was folgt nun aber hieraus? Nichts anderes, als dass, weil der jeweilige Chef des Jesuitenhauses nur als der Kommissionär des Generals in Rom anzusehen sei, die Unternehmungen Lavalettes keineswegs Privatunternehmungen, sondern Unternehmungen des Ordens waren. Nichts anderes resultierte hieraus, als dass weder dem Lavalette noch dem Professhause von St. Peter, sondern der Sozietät Jesu, die Martiniquischen Plantagen und so weiter angehörten und dass folglich auch die ganze Gesellschaft zur Bezahlung der auf dem Hause Lavalette und Kompanie haftenden Schuldenlast angehalten werden müsse. Darauf trug der Generalprokurator an und am 8. Mai 1761 fällte das Parlament mit der größten Feierlichkeit vor einer unermesslichen Menge seinen Spruch. Er lautete dahin, dass die Gesamtheit der französischen Jesuiten schuldig sei, sowohl die von Lavalette auf das Haus Lyoncy bezogenen Wechsel mit einer Ertragsentschädigung von 50.000 Livres, als auch die Forderung der Witwe Croc und Sohn, sowie überhaupt alle von Lavalette gemachten Schulden, im Ganzen beinahe 3 Millionen zu bezahlen, wogegen aber die Martiniquischen Besitzungen dem Orden verblieben. Also endete dieser berühmte Bankrottprozess.
Und als das Publikum das Resultat vernahm, brach es in einen ungeheuren Sturm des Jubels aus, denn die Liebe des Volks zu den Jesuiten hatte sich damals bereits in einen gründlichen Hass verwandelt. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen, wenn wir dieses Buch uns nochmal in Erinnerung rufen, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Also erstens mal Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat als eine Stunde. Normalerweise lese ich nicht länger, aber ich habe gesehen, wie dieser Fall sich entwickelt, und durch die anderen Bücher, die ich lese, habe ich gemerkt, dass das der Fall Lavalette ist. Und ich finde das so unglaublich wichtig, dass wir hier einmal lernen, dass die Verfassung der Jesuiten, wie sie heute in verschiedenen Büchern nachzulesen ist, und zwar Büchern aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ja, nicht irgendwie modernen Büchern aus dem 20. oder 21. Jahrhundert, aber dass, wenn die sich auf Quellen berufen, dass sie sich darauf berufen, dass damals in Frankreich die Verfassung der Jesuiten dem Gericht vorgelegt wurde, weil das als Verteidigung dienen sollte, weil das als Erklärung dienen sollte. Sie haben sich damit ins eigene Fleisch geschnitten. Und seitdem ist ihre Verfassung bekannt. Und jeder, der meint, dass die Jesuiten ein ganz toller Orden seien, und die Jesuiten sind ja so wunderbare Ausbilder, und sie sind so wunderbar allgemeinnützig und wohltätig und in der Ausbildung und alles drum und dran beschäftigt, und das sind ja Engel im Grunde, der sollte sich die Verfassung der Jesuiten durchlesen und begreifen, dass dieses geheime Dokument hier im 18. Jahrhundert in Frankreich durch den Gerichtsfall öffentlich gemacht wurde und die Jesuiten nicht anders konnten, als das Papier offenzulegen. Genau wie hier in dem Buch von Griesinger gerade besprochen. Genau wie in dem Buch von Codeword Babylon bereits besprochen gewesen ist. Ein unglaublich wichtiger Fakt, der die Theorie aus dem Wort Verschwörungstheorie, was die Jesuiten annimmt, 100% entfernt und mit Fakten widerlegt. Und das musste ich zum Schluss nochmal mir von der Seele reden. Das finde ich so wichtig, dass wir sehen, je mehr verschiedene Bücher wir lesen, je mehr verschiedene Fälle wir uns anschauen von diesen Jesuiten, dass wir immer wieder die Bestätigung finden von dem, was schlussendlich schon lange in der Bibel prophezeit war. Offenbarung Kapitel 18, Vers 11 bis 15, wie ich vorhin vorgelesen habe. Die Kaufleute der Erde. Die Kaufleute, die skrupellos weltweit mit allem handeln, zum Schluss genannt auch mit Leibern und Seelen der Menschen. Zum Abschluss bringt mich das wieder an den Aufruf. Lest eure Bibel. Nur da steht die ganze Wahrheit durch Gott selbst geschrieben drin. Nur daraus kann man die Wahrheit in dieser Welt beziehen. Die Bibel muss immer an der Basis von unseren Studien liegen. Erst die Bibel studieren und sehen, welche Prophezeiungen da drin sind, und dann mit der Macht von 2018 auf die Geschichte zurückblickend sehen, wie diese Prophezeiungen sich in der Vergangenheit alle erfüllt haben. Das ist die Macht des Wortes Gottes, das wir immer als erstes studieren sollten. Lest eure Bibel. Maranatha.